Hallöchen, willkommen zu Annie Bloom. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich war letztens so im Internet unterwegs und habe mir dieses Rezept mal angesehen. Eigentlich habe ich es schon seit ein paar Monaten im Auge. Also diese Apfelröschen, das machen wir ja heute. Röschen, Rosen, Röschen, ja, geht auch. Und irgendwie hat sich das nie ergeben, dass ich die mache. Ich weiß nicht, ich kam irgendwie nie dazu, keine Ahnung. Aber ich finde die so schick, die schauen total süß aus. Ne? Und auf jeden Fall, die machen wir heute. Und dazu brauchen wir Äpfel, ein Eidotter, dann Nuss, Aprikosenmarmelade, bitte etwas in der Mikrowelle erwärmen oder im Topf, Zucker, Zimt, Wasser und Blätterteig. Ich habe jetzt hier den gekauften. Ich meine, ihr könnt auch mit einem selbstgemachten machen, ihr Streber. wenn ihr einen Blätterteig von mir sehen möchtet, dann bitte lasst es mich wissen. Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, ja genau, und wir brauchen noch so ein Förmchen. Ich würde sagen, wir fangen an. So, als erstes werden wir uns das Wasser aufkochen mit dem Zucker. Und derweil das kocht, werden wir uns die Äpfel schneiden. Ihr müsst die Äpfel entkernen. Für das braucht ihr so ein Teil, ein Apfelentkerner. Wo ich dieses Ding her habe, werde ich euch unten in der Infobox verlinken und die Rezeptangaben natürlich auch, also Mengenangaben. So, wir stechen einmal kurz rein, einmal drehen und ja, er sollte jetzt eigentlich rauskommen. Oder schiebt ihn einfach runter. Tada! So, als erstes halbieren wir uns den Apfel. Und dann bitte sehr dünne Scheiben schneiden. Wenn wir die Äpfel geschnitten haben und das Wasser gekocht ist, schmeißen wir uns die Äpfel in das Wasser rein. Und das lassen wir jetzt circa ja, so 3 Minuten ziehen. So, meine Hübschen, schaut bitte bei den Äpfeln, dass ihr keine mehligen erwischt. Ich habe leider mehlige erwischt. Die sehen dann so aus. Also nicht zu verwenden. Während die frischen und die etwas säuerlich knackigen so aussehen, also in einem Stück. Also Obacht! Jetzt machen wir weiter. Ofen vorheizen, genau, 200 Grad Ober- und Unterhitze. Bitte. Und jetzt nehmen wir uns den Blätterteig, schneidet circa ja, so 6 Streifen. Jetzt nehmen wir uns die Aprikosenmarmelade und mischen uns den Zimt noch mit rein. Schön verrühren. Und davon geben wir auf jeden Streifen so ein paar Kleckse und tun diese verstreichen dann bitte. So, dann nehmen wir uns die Äpfel. Und reihen die so schön aneinander an. So, dann nehmt ihr den unteren Teil und deckt die Äpfel damit zu, also nicht komplett, sondern nur bis zur Hälfte.
dann verquillen wir uns das Eigelb und ein wenig auf den Blätterteig drauf schmieren oder streichen. Und als letztes kommt jetzt doch noch die Nüsse. Und dann rollen wir das Ganze vorsichtig ein. Und legen unser Röschen in die Muffinform. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Blätterteig. Die Apfelrosen kommen jetzt auf 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Aber bitte beobachten, gell? Und dann probieren wir die Dinger. So, meine Hübschen, fertig sind sie. Ich habe sie jetzt auch ein bisschen abkühlen lassen. Ich habe mir schon eins rausgepult. Bitte die Form gut einfetten. Wirklich gut einfetten. So, versuchen wir mal so ein Ding. Lecker. Mein Kameramann zieht schon eine Schnute. Ja, kriegst du auch was. Also schmecken echt super. Besonders jemand, der Zimt und Aprikosen und so mag. Und halt Apfel natürlich. Also kann man echt nichts sagen, ne? So, meine Hübschen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer ein Däumchen hoch, bitte. Abo dalassen, nichts verpassen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne, stressfreie Woche und einen ganz fetten Ennikus. Tschüss!